Servus und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hell Yeah, der Zorn des Toten Karnickels. Ich bin Marv und da vorne kommen wir leider nicht durch, weil wir noch nicht so weit sind. Und ich mache im Moment immer noch so ein bisschen hier weiter. Nach der letzten Aufnahme gleich noch schnell eine rangehängt. Mal gucken, dass ich hier vielleicht noch ein bisschen was schaffe. Bis zum Himmel soll ich, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Diese Dinger finde ich immer noch cool. Ach ja. Wenn man so leicht zu beeindrucken ist, wenn irgendwelche Furzkissen da sind. Ah, hier geht's weiter. Oha. Who is it? Is it Optimus Prime? Schauen wir doch mal vorbei. Nee. Ach, das ist ein Raumschiff. Sehr cool. Ja, dann fliegen wir damit mal durch die Gegend, würde ich sagen. Total wenig hilfreicher Tipp. Ah, abgefahren. Der erste Weltraumhase. Im Weltall hört dich niemand deine Bildern nachheulen. Weiß Bescheid. So, kaufen will ich eigentlich nichts. Könnte mal gucken, ob ich meinen Hasen so ein bisschen anders anpassen kann. Jetzt habe ich den Römer. Was geht ab? Achso, da geht's noch. So, Genghis. Die ganzen Dinge habe ich noch gar nicht gekauft. Ich habe doch hier den einen gekauft. Den Roboter wollte ich nochmal nehmen, den. Ah, ich kann auch Zufall machen. Die Fluppe ist cool. Ja, ich glaube, ich nehme wieder den Roboter, den hattet ihr euch ja gewünscht. Wenn ihr einen anderen Hut haben wollt, einfach mal reinschreiben. Dann schaue ich mal, ob ich mir so ein Teil irgendwie besorgen kann. Ich gehe davon aus, dass man da nicht durchspringen sollte. Oder sich nicht treffen lassen sollte. Ja, genau. Jetzt geht's uns wie den Kollegen. Ganz gemütlich hier. Aha, Alienschilde in Gitterform. Okay, ganz schön clever. Verflucht. Was hätte Paps wohl getan? In neue Gesichter gesägt. Ja, gutes Argument. Geht ab. Ich treffe das Viech nicht. Ich finde es ja schon mal gut, dass die sich da gegenseitig rösten. Was bist du? Vier? Vier Ladungen oder was? Ne, das hat leider nichts gebracht. Ärgerlich. Muss ich den wieder wegschieben. Kriegt das hin? Da kriege ich das hin. So. Achso, hier. Klar, diese... Ne, nicht so weit. So. Wieder drauf schießen. Wie ging das nochmal? Ach, das ist schon wieder alles so lange her. Gucken. Granaten. Nehmen wir die Bazooka. So geht das, genau. Ja, den brauche ich schon gar nicht mehr. Den habe ich auch erledigt. Na, wird das noch was? Wird was. Sehr gut. Jetzt kann ich hier oben rum. Nur mal schauen, dass ich da irgendwie hinkomme. So. Dass mich da sonst keiner jetzt erwischt. Vielleicht nehme ich mal eine Waffe, die jetzt hier so ein bisschen schneller schießen kann. Die Gatling ist ganz gut. Schilde in Gitterform. Komme ich da jetzt durch? So nicht! Was machen wir da nochmal? Was geht denn ab? Ihr Schweinebande! Oh,
Wenigstens habe ich ein Geschenk. Oh ja. Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt dort Stroh? Wer weiß das schon? Ach, ich wollte oben doch rum. Ich habe doch nach oben gezeigt. Ja, dieses Spiel braucht viel Frustresistenz. Wie ihr seht. Ich weiß es aber nicht, wie ich da jetzt weiterkomme. Wenn ich die blöde Schildkröte nicht kaputt bekomme mit meinen Waffen. Irgendeinen Trick gibt's da doch wieder. Schauen wir mal. Na komm her. Den muss ich irgendwie platt machen, aber wie? Der kommt gar nicht so weit, dass ich da mit diesem Zeug dagegen schießen könnte. Hä, wo habe ich denn jetzt hier die... Da ist die Gatling. Gatling, mein Friend. Ach, das gibt's doch nicht. Ich muss den nur einmal treffen, aber der muss auf jeden Fall sitzen. So, da komme ich nicht durch. Hier oben komme ich auch nicht lang. Man konnte sich irgendwie abprallen lassen, aber das geht nur, wenn ich kein Rad anhab. Aber das Rad kann ich ja nicht irgendwie abstellen. Die respawnen so schnell, die komischen Monsterviecher. Die Gatling. Da. So eine Henkersmaske ist das, glaube ich. Schauen wir doch einfach mal auf die Karte. Was sagt die Karte? So, wir müssen nach oben. Oben kommen wir nicht ran. Da unten kommen wir auch nicht ran. Gehen wir mal oben gucken. Muss ja irgendwie eine Lösung geben. Sind die jetzt zeitgesteuert oder muss ich die wirklich einfach nur abschießen? Hallo? Warum geht das nicht? Merkwürdig. Na gut. Du her. Kommt er da einfach von unten lang geflogen? Aber da oben kann ich auch nicht lang, weil das oben abgesperrt ist. Da komme ich auch nicht lang. Muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, da durchzukommen. Wie kann man diese Schilder ausschalten? Das ist vor allem die Frage, die uns jetzt hier irgendwie beschäftigt. Schleimen die da die ganze Zeit rum? Also da komme ich nicht durch und den muss ich erledigen. Den kann ich nur erledigen. Was geht denn jetzt ab? So. Kann man da irgendwo hoch? Nee. Hier auch nicht. Da auch nicht. Irgendwie geht das doch. Ich habe schlichtweg keine Ahnung. Ich finde es auch gerade irgendwie nicht, was ich machen müsste. Aber das Spiel lässt einen dann ja auch irgendwie herrlich allein. Oh, du kommst nicht weiter? Selbst schuld. Also wenn ihr eine Ahnung habt, wie ich jetzt hier weiterkomme, schreibt es mal in die Kommentare. Dann werde ich mal schauen, ob ich das in der nächsten Folge irgendwie hinbekomme. Ob ich irgendwas übersehen habe?
Aber wieder zum Anfang zu gehen, ist ja auch nicht die Lösung. Kann ich mir irgendwas Neues kaufen? So ein paar nette Hüte. Alles gesperrt. Nee, gibt heute nichts zu kaufen. Aber heilen könnte ich nicht. Das ist schon mal sehr praktisch. Aber das war's dann auch. Ich komme hier nicht mal mehr weg. Also es gibt nur diesen einen Weg und den müssen wir jetzt irgendwie bestreiten. Ja, aber wie das aussieht, ob ich das hinbekomme, sehen wir vermutlich erst in der nächsten Folge. Diese Folge war jetzt doch ein bisschen kürzer, weil ich es dann irgendwie nicht gepeilt habe, wie das funktioniert. Aber beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Warte mal, hier die Dinger. Kann man die irgendwie umleiten? Irgendwas muss da doch gehen. Ja, ich probiere noch ein bisschen rum. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Servus.